in die Knie gehen wegen des Fahrradventils, wegen einer Arbeit oder weil etwas zu Boden gefallen ist und danach wieder aufstehen. Das ist kein Vergnügen, wenn man in die Jahre kommt, weiß auch Bruno Langhanki. Deshalb hat der 85-Jährige einen Knieschoner mit Aufstehhilfe entwickelt. Der erleichtert ihm den Alltag im Haushalt, im Garten und bei vielen anderen Gelegenheiten. An einen handelsüblichen Knieschoner aus Kunststoff, wie ihn Gärtner oder Fliesenleger benutzen, hat der Tüftler seitlich eine Stütze geschraubt, aus Holz, 30 cm hoch, mit Griff. Einige Exemplare hat unser treuer Zuschauer aus Nordrhein-Westfalen selbst gebaut. Jetzt aber sucht er einen Hersteller für seine, sogar auf der Toilette, hilfreiche Idee zum Aufstehen.